Ich bin der Flamur Scholem. Wir haben den Freitag, den 3. Dezember 2021. Das sind jetzt Notizen, die ich da gerade noch gemacht habe. Wir haben überlegt, wieso es immer 4 gibt. Heisst also folgendes. Wenn wir hier immer den Flächeninhalt von 0 bis 2 Pi rechnen, von der Funktion f von x nach x integriert, so erhalten wir ja jedes Mal 4 als Lösung. Jetzt ist die Frage, wieso ist das so? Wenn der Umfang 2 Pi r ist, wenn der Umfang 2 Pi r ist, dann heisst doch das, dass wir hier von 0 bis 2 Pi 2 Pi r haben, nach x integriert. Und das muss immer 4 geben. Wir versuchen das mal aufzulösen, dann nehmen wir 0 bis 2 Pi von 2 Pi r, ja, das ist unsere Funktion Umfang, gleich Stammfunktion an der Stelle, Stammfunktion von 0 bis 2 Pi. Wir wissen, wir haben Stammfunktion an der Stelle 2 Pi minus Stammfunktion an der Stelle 0, und das muss dann 4 geben. Und das geht wiederum. Das setzen wir ein, das heisst, wir haben das Pi r Quadrat. Das heisst Pi und dann das r, das ist ja eigentlich. Also ich darf da nicht x schreiben, sondern ich muss da ein r schreiben. Und wir gehen dann am Radian entlang. Also da nicht nach x integriert, sondern nach r integriert. Dann haben wir da sozusagen Pi r Quadrat, ich schreibe das mal hin, und nachher setzen wir für r den entsprechenden Wert in minus Pi r Quadrat. Und einmal ist r da eine 2 Pi und einmal ist r 0. Das setzen wir jetzt hier ein. Ich habe mit r mehr Mühe zu denken als mit x. Und das müsste irgendwie 4 geben. Jetzt haben wir noch Pi. Dann haben wir 2 im Quadrat und Pi im Quadrat, also haben wir da 2 Pi im Quadrat und das dahinter geht 0. Jetzt haben wir hier 4 Pi hoch 3. Und das so, und das müsste aber eigentlich 4 geben, jetzt weiss ich nicht, warum hier. Also das 4 habe ich, aber mit Pi kann ich eigentlich nicht viel anfangen. In dem Fall. Pi hoch 3. Warum haben wir jetzt hier Pi hoch 3? Was gibt Pi hoch 3 eigentlich? Pi hoch 3? Das ist 31. Komma. No, no, 6, 2, 7, 6, 6, 8. Das ist jetzt mal das eine. πr, was bedeutet das? Jetzt können wir dann sagen, gut, jetzt nehmen wir doch da, wie ich darf nicht als, wenn man da 2πr nennt. Also das ist das eine. Das andere ist, man sagt sich, wir gehen nicht von 0 bis 2 Pi, sondern die Notiz, die ich am Anfang hatte, also das war die erste Überlegung, und von da irgendwie, wieso das dann irgendwie gleich, das kommt dann, da kommen wir nicht immer auf 4, vielleicht ist es eben falsch, von 0 bis 2 Pi zu gehen. Mhm. Sondern man muss sich sagen, gut, ein Kreis, da gehen wir eigentlich, in dieser Funktion gehen wir von, wir haben nur ein Viertel und dann wird es nachher auf 4 mal erhöht, aber wir haben nur ein Viertel, das heisst, wir bewegen uns hier nur um 1, wenn wir jetzt das hier darstellen.
Das heißt, wir haben den Radius nur von 0 bis 1. Aber auch das, es macht irgendwie keinen Sinn. Also es hat für mich vorher keinen Sinn gemacht. Ich komme dann auf einen anderen Wert, aber ich muss dann überlegen, was ich dann. Ich mache dann einen einfachen Denkfehler wahrscheinlich. Also von 0 bis 1, 2 Pi r. Noch r integriert, dann haben wir Standfunktion an der Stelle r 0 bis 1 auf. Und dann setzen wir ein, die Standfunktion ist 1, minus Standfunktion 0 gesetzt. Und dann haben wir hier Pi. Und dann nehmen wir Standfunktion, das ist Pi r Quadrat, dann nehmen wir Pi mal 1 im Quadrat minus 0. Und dann gibt es eigentlich Pi. Aber das müsste immer 4 geben. Und was habe ich vorhin noch genommen? Ich habe, glaube ich, vorhin noch mit 2 ausprobiert. Also von 0 bis 2. Und dann würden wir hier als Obergrenze 2 definieren. Und dann haben wir hier das 2 drin. Sozusagen, wie wenn wir das erste Dreieck dann so wie aufteilt. Wobei R ist nicht der Radian, R ist der Radius und dann würden wir da von 2 gehen und dann haben wir da innen als R, also ich will mir ein bisschen die Sache, also die Werte ein bisschen zurechtrücken, dann haben wir da Pi R Quadrat als Funktion, da kommt jetzt Pi R Quadrat, so wie hier. Dann nehmen wir Pi mal 2 im Quadrat minus Pi mal 0 im Quadrat. Und dann nehmen wir auch 4 Pi. Und vorher bin ich irgendwie auf Wurzel von 4 Pi gekommen. Was ich vorhin gemacht habe, hast du gesehen, ich habe mir gesagt, gut, ich nehme doch das als Unbekannte. Ich habe mir vorhin Folgendes gesagt. Ich weiß ja, dass der Integral vom Umfang, das gibt eine Flächen von einer Funktion, gibt eine Flächeninhalt. Ich habe mir Folgendes vorhin gesagt. Ich nehme den Integral von 0 bis zum Wert, sagen wir, bis zum Wert, der unbekannte Wert oder Obergrenze oder unbekannter Wert u. Und die Funktion ist f von x. Integriert nach x. In dem Fall ist es ja f von r, integriert nach r. Darum ich schreibe ich jetzt als f von r auf. Ich schreibe es ein bisschen grösser. Also nochmal 0 bis u, f von r, integriert nach r. Und das ist dann 0 von u. Ah, nein, und das ist gleich, immer gleich unsere Funktion, also immer gleich das Resultat von 4. Jetzt wollte ich wissen, was bedeutet genau, wo muss da die Obergrenze sein, damit wir auf das 4 kommen. Und was ich jetzt mache, ist, ich tue jetzt die ganze Stammfunktion mal durch. Ich sage, das muss gleich 4 sein. Also fange ich nochmal an. Von 0 bis u, von der Funktion f von r nach r integriert. Und das ist dann von 0 bis u. Und dann lautet die Funktion hier 2 pi r nach r integriert. Und dann haben wir hier eine Stammfunktion abhängig von r von 0 bis u. Ich nehme hier mal die Hilfsnotizen weg. Und dann hätten wir eben nachher hier eine folgende Gleichung. Stammfunktion x setzt gleich Stammfunktion x setzt, also die Stammfunktion u x setzt minus Stammfunktion 0 x setzt. Und darum, ich wollte dann eigentlich schon noch hier Sinus von x geteilt durch Pi und geteilt durch 2Pi mal durchrechnen, weil ich habe das Gefühl, ich bin eben noch nicht ganz dort, wo ich sein will. Nehmen wir Stammfunktion von u, das ist Pi mal
Und dann statt R kommt uns U rein. U Quadrat minus Pi mal. Ah, wir sind da. Das ist jetzt die Stammfunktion, die kommt, wird jetzt hier eingesetzt. Dann haben wir hier einen Pi mal 0 im Quadrat. Und das gibt zusammen Pi mal U im Quadrat. Und Pi mal U im Quadrat, das muss ja gleich 4 sein. Das heisst, wir teilen auf beiden Seiten geteilt durch Pi und haben dann U Quadrat gleich 4 über Pi. Und jetzt nehmen wir die Wurzel von beiden Seiten, dann nehmen wir U gleich und dann muss es eben noch Plus Minus geben. Das muss ich auch noch bedenken. Wurzel von 4 Pi. Und das ist gleich Wurzel von 4 oben geteilt durch Wurzel von Pi. Und das ist 2 geteilt durch Wurzel von Pi. Und das habe ich vorhin herausgefunden. Und eigentlich ist Plus Minus. He? Um dann jetzt wirklich richtige Dinge also zu aber ich nehme jetzt mal nur den positiven Wert. Aber wir müssen daran denken, dass da Plus und Minus. Also das Resultat ist dann Plus Minus 1,128379. Und ich habe bereits nachgeschaut, was das für ein Wert ist, aber ich habe jetzt auch nicht so anscheinend der Wert, der kommt irgendwo vor, aber ich muss jetzt schauen, für was das da genau vorkommt, damit ich nachher weiss, was das, wie ich das da in die Erklärung kann hinzufügen kann. Ich meine, ich weiss die Sachen nicht auswendig. Ich habe mal Mathe ein bisschen gelernt und bin auch jetzt dran, das zu lernen. Also da gibt es anscheinend ein mathematisches Problem, wo der Wert vorkommt, aber ich weiß jetzt nicht, wo das... Also für mich ist halt, der Wert kommt da vor, oder folgendermaßen vor, der Wert kommt so vor, dass der Flächeninhalt von 0 bis 2 Pi von jeder Sinusfunktion anscheinend immer 4 ist. Die Frage ist, wieso ist das so? Und das wollte ich herausfinden und ich habe jetzt das einmal in Zusammenhang gebracht, dass die Stammfunktion vom Umfang der Flächeninhalt ist. Und das liefert uns ja eigentlich den Integral von Sinus. Was ich auch probieren kann, ist... ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie vielleicht hilft, auch wenn das komplizierter tönt, dass man Sinus- und Cosinusfunktion nimmt und dann von dem die Integral nimmt. Weil sich ja das die beiden irgendwie ergänzen und dass man nachher so irgendwie... Aber der Wert, der kommt hier vor, 1,128379. Also, sozusagen, wenn wir jetzt hier von 0 bis 1,128379 würde gehen, wobei, jetzt müssen wir dann die Funktion 2pi noch richtig einzeichnen. Weil das hier, das ist nicht die Funktion 2pi. Das ist nicht 2pi, das sieht anders aus. 2pi ist die Funktion hier. Wir haben hier eine r und dann haben wir zum Beispiel hier eine 3 und hier 6 und hier oben ist dann 2pi r. Und dann wird die Funktion so aussehen. Weil ich mich mit solchen Themen ein länger befasst oder einen halben Tag, tue ich einfach das, was ich dann sonst für mich eigentlich rechne, sozusagen veröffentliche. Dann habe ich das gerade und dann sehe ich auch gerade, dann kann ich rückblickend auch sehen, was ich schon gerechnet habe und was nicht. Weil wenn ich es mir irgendwo aufschreibe auf Papier, zum Teil finde ich es dann nicht mehr und muss dann noch nachschauen und suchen und irgendwie... Da weiss ich auch nicht, was ich mir dabei überlegt habe, wie ich auf diesen Gedankengang gekommen bin. Und darum tue ich das jetzt halt auch einfach veröffentlichen. Heisst also, irgendwie die Zahl 1,128, die muss da irgendwie vielleicht vorkommen. Wobei wir dann bei dieser Funktion, wenn wir da wenn wir dann die Sinusfunktion nennen, wir tun dann eigentlich... Der Radius
Der Umfang, das ist der Radius R, tun wir in Verbindung bringen mit Sinus. Aber Sinus ist eigentlich der Höhenunterschied. Sinus ist eigentlich der Höhenunterschied, genau die vertikale Distanz zwischen Mittelpunkt und das andere Ende von der Hypotenuse. Vielleicht müssen wir da noch irgendwie den Pythagoras einbauen, aber ich verstehe. Ich weiß es nicht und es ist Freitag. Komm, wir haben schönes Wetter. Also. Ich wollte sicher noch weiter schauen, warum das so ist oder wie ich das zurechtdrücken kann, dass man da nicht sieht. Man sieht sich eben Umfang und da, also das hier ist der Umfang und das hier ist der Flächeninhalt. Weil das eine der Umfang ist und das andere der Flächeninhalt und wir gleichzeitig wissen, dass der Integral uns immer den Flächeninhalt von der unteren Funktion gibt, müssen wir doch eigentlich von 2πr, wenn man 2πr nimmt und das integriert, von 0 bis 2π eigentlich, nicht unbedingt von 0 bis 2π, aber irgendwie müsste doch das eigentlich schon Sinn machen, da, dass man sagt, okay, warum geht es immer 4 bis, wenn man jetzt den Umfang, die Funktion vom Umfang nimmt, warum geht das von 0 bis 1,128 immer der Flächeninhalt 4? Das ist die Frage, warum das immer der Flächeninhalt von 1, immer der gleiche Flächeninhalt gibt. Vielleicht ist auch die Frage, die ich stelle, falsch. Und es gibt es auch, dass man merkt, man stellt eigentlich die falsche Frage. Und das ist eigentlich der erste richtige oder wichtige Schritt, dass man die richtige Frage stellt. Vielleicht stelle ich sie falsch und darum wollte ich dann mit dem Integrieren und Kreis wollte ich eigentlich noch weiterrechnen und schauen, was man dann eigentlich damit alles kann machen. So.